dass die Ninjago-Charaktere uns oftmals so lebendig erscheinen wie reale Menschen, ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass es in jedem Land, in welchem Ninjago gesendet wird, Menschen gibt, die den Figuren mit viel Hingabe und Engagement ihre Stimme leihen. Sie in jeder Gefühlslage so emotional und gleichzeitig natürlich klingen zu lassen, dass man ihnen diese abnimmt, ist eine sehr hohe und bewundernswerte Kunst. Daher ist es äußerst schade, dass dem Beruf des Synchronsprechers kaum eine angemessene Achtung zuteil wird. Die meisten Menschen nehmen die Stimmen einfach als gegeben hin, ohne sich groß Gedanken über die Arbeit und die Personen dahinter zu machen. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung finden Synchronsprecher oft nur dann statt, wenn sie sich nebenher auch einen Namen als Schauspieler erarbeitet haben. Während man beim Tod anderer Prominenter regelrecht bombardiert wird mit Nachrufen und Berichten darüber, bleibt dies bei Synchronsprechern meistens aus, weshalb es nicht selten vorkommt, dass man in diesem Fall gar nicht davon erfährt. Darum zeigen wir heute zum Tag der Erinnerungen ein Video in Erinnerung an alle deutschen Synchronsprecher, die in Ninjago zu hören waren und leider nicht mehr unter den Lebenden weilen. Wir tun dies in Würdigung ihrer Arbeit und laden euch ein, einen Moment innezuhalten, um ihrer zu gedenken. Beginnen möchten wir unser Video mit Eberhard Prüter, der Wu in den ersten drei Staffeln seine Stimme verlieh. Er schaffte es, Wu seinen unverwechselbaren Charme als alter, weiser Sensei zu verleihen und dies aber auch gleichzeitig mit viel Humor zu verbinden. Er war unter anderem auch als Synchronsprecher von Thaddäus Tentakel aus SpongeBob Schwammkopf bekannt. Prüter verstarb am 28. Oktober 2014 im Alter von 69 Jahren. Ninjago! Lange bevor die Zeit einen Namen hatte, wurde Ninjago vom ersten Spinjitzu-Meister gegründet, indem er die vier Waffen des Spinjitzu benutzte. Bewegt euch schnell, bewegt euch sacht, einmal herum, ja, spürt die Macht. In jedem von uns gibt es Blockaden, die uns zurückhalten. Erst wenn ihr diese Furcht besiegt habt, werden eure Herzen frei sein. Vor langer Zeit, als ich noch ein kleiner Junge war, waren Garmadon und ich mehr als nur Brüder. Wir waren die besten Freunde. Eisen. Schärft Eisen. Und bei Geschwistern ist das auch so. Oh, du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin sicher, wäre dein Vater noch hier, wäre es das erste Buch gewesen, das er dir vorgelesen hätte. Gute Nacht, mein Lieber. Träum was Schönes. Wir wissen immer noch nicht, welches der beste Weg ist, seinen Feind zu besiegen. Die Antwort lautet, man muss ihn sich zu seinem Freund machen. Es kommt die Zeit, da müssen wir alle erwachsen werden. Wenn diese Zeit gekommen ist, ist es wichtig, dass wir die Lektionen unserer Kindheit nicht vergessen. Denn unsere Kindheit ist das beste Training, das man bekommen kann. Gestern ist vorbei und noch ist nicht morgen. Wir haben nur heute. Bruder? Bruder! Auch Wus zweiter Sprecher, Hasso Zorn, konnte die Rolle wegen seines Todes nur für kurze Zeit übernehmen. Nachdem er Wu in den Staffeln 4 und 5 vertont hatte, verstarb er am 4. Februar 2016 im Alter von 84 Jahren. Verweilen wir zu lange an dem, was fehlt, sehen wir nicht, was wir erreichen können. Ihr seid alle zurück und Zane, sieh dich an. Du glänzt ja so silbrig. Das würde jeder Bruder tun. Und mein Bruder, sollte das aus irgendeinem Grund nicht gut ausgehen, bin ich froh, dass du zu Hause bist. Der Weg zum Ziel kommt ohne Kampf aus. Warum hast du das getan? Hör auf mit den Vorträgen. Du bist kein Sensei und du warst auch nie einer.
Ich kann das nicht erlauben, Bruder. Dein Vater, wir werden ihn wiedersehen. Ich kenne diesen Wind. Das da ist nicht Lloyd. Ihr vier seid nicht meine ersten Schüler. Es gab einen vor euch. Hä? Was? Moro, seid ihr bereit, eine Geistergeschichte zu hören? Moro war nicht nur mein erster Schüler. Bedauerlicherweise war er auch mein schlimmster Fehler. So wie Kai in die Fußspuren seines Vaters trat und Meister des Feuers wurde, so musst du für die Rettung Ninjagos trainieren, um die Meisterin des Wassers zu werden. Konzentriere dich. Fokussiere dich darauf, den Strom umzukehren. Sei das Wasser näher. Nimm es an. Du kannst es kontrollieren. Werde ein Wasser-Ninja. Solange du nicht akzeptierst, was dich zurückhält, wirst du dein wahres Potenzial nie entfalten. Seht, er trägt die Robe seines Vaters. Ihr alle seid meine geliebten Schüler, aber niemand von uns schafft es allein. Du bist stark, Moro, aber es braucht immer andere, damit wir noch stärker werden. Selbst ich. Nimm meine Hand, damit wir zusammen stark sein können. Bitte, Moro. Moro! Mit viel Hingabe und Leidenschaft verlieh Claudia Galdi von Staffel 3 bis Staffel 11 den Droiden Pixel ihre Stimme. Ihr ist es zu verdanken, dass man Pixel nicht einfach als einen normalen Roboter wie jeden anderen hinnahm, sondern als eine Person mit Gefühlen und einem eigenen Willen. Ihre Stimme war es, die Pixel ihre Seele einhauchte. Sie verstarb völlig unerwartet am 16. Oktober 2021, nur 8 Tage nach ihrem 51. Geburtstag. Ich bin Pixel, Cyrus' primäre interaktive externe assistierende Lebensform. Sie müssen Zane sein, ein Droid, so wie ich. Sagen Sie, wofür genau steht Zane? Faszinierend. Deine Energiequelle ist eine Technologie, mit der ich mich nicht auskenne. Dein Vater hat dich aus Ersatzteilen gebaut, aber dennoch ist dieses Teil dort sehr einzigartig. Wenn ich es mir genauer ansehen darf. Es tut mir leid, ich habe dir Schmerzen zugefügt. Ich war neugierig zu erfahren, warum du so anders bist. Und genau deshalb bin ich auch zurückgeblieben, damit du das hier nicht sehen musst. Eure Mission war wichtig. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin nur ein Helfer. Ich habe geholfen. Wir sind doch nicht so anders, hab ich recht. Wir passen sehr gut zusammen. Wo bin ich? Was ist passiert? Du hast mir die Hälfte deiner Energiequelle gegeben. Sag mir, warum hast du das für mich getan? Hier, nimm du ihn. Nein, du bist elementar für die Mission. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns wiedersehen, ganz sicher. Zane? Bist du das? Du bist lebenswichtig für mich. Du bist lebenswichtig für mich. Ich werde dich wiedersehen. Zane? Bist du da irgendwo? Wenn du mich hören kannst, wach auf. Du musst aufwachen. Es ist beeindruckend, dass du träumen kannst. Ich habe mich immer gefragt, wie das wohl ist. Erinnere dich, Zane. Du hast deine Freunde gerettet und dich dann wieder hergestellt. Es gibt Dinge über dich, die du noch nicht verstehst, die du erst noch entdecken musst. Aber wenn wir hier wieder raus wollen, musst du dich erinnern. Nur eine Stimme. Aber ich konnte es dir nicht sagen. Du hast Hilfe gebraucht, um dich zu befreien. Leider kann ich nicht mit dir gehen. Du musst das alleine schaffen. Zane, du musst von hier verschwinden. Finde deine Freunde und halte Chen auf. Ich weiß, dass du das kannst. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde immer ein Teil von dir sein. Dein Herz schlägt sehr viel schneller. Doch ich registriere keine sichtbare Gefahr. Hier ist kein Eisdrache. Er existiert nur in deinem Kopf. Du hast letztes Mal nicht auf mich gehört. Hör wenigstens jetzt auf mich. Wir werden aus dieser Höhle rauskommen. Und es gibt hier keinen Drachen. Versuch dich daran zu erinnern, wer du bist. Du bist der weiße Ninja. Du bist der Ninja des Eises. Du bildest ihn dir nur ein. Schließ deine Augen und spüre, dass es keinen Grund gibt, sich zu fürchten. Und was hörst du noch? Ich bin nicht der weiße Ninja.
Wer bist du dann? Nur wenige Wochen nach Galdi verstarb der Synchronsprecher Raimund Krone am 2. November 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit. Er verlieh sowohl dem Anaconda-General Arcturus in der 4. Staffel als auch Sensei Yang bei seinen Auftritten in den Staffeln 5 und 6 seine Stimme. Krone wurde 76 Jahre alt. Gut. Nur einer kann gewinnen. Wir bitten um Verzeihung. Du wirst nie einer von uns sein, denn du bist ein Lügner, ein Schummler, ein böser Betrüger. Vielen Dank, Pythor. Wir stehen in deiner Schuld für deinen Mut und deine Tapferkeit. Du hast deine Vorfahren stolz gemacht. Wurde auch Zeit. Danke auch dir, Meister der grünen Kraft. Du und deine Freunde haben vollbracht, was wir nie konnten. Ihr habt Frieden zwischen den Menschen und den Schlangen geschlossen. Ihr allein habt das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und dank deines Vaters sind unsere Geister wieder frei. Du hast unsere ewige Anerkennung. Ihr seid die klügsten Meister, die Ninjago je hervorgebracht hat. So wie Eisen Eisen schärft, schärft der Sensei seine Schüler. So wie Eisen Eisen schärft. So wie Eisen Eisen schärft, schärft der Sensei seine Schüler. Ihr habt den Test bestanden. Nur die, die die Lage durchschauen, werden eine angemessene Belohnung erhalten. Jetzt seid ihr bereit, meine Schüler zu werden. Der nächste Tag bricht an. Verschwindet, bevor der letzte Glockenschlag erklingt, wenn ihr dazu in der Lage seid. Auch genannt werden soll hier der Synchronsprecher Uwe Jelinek, welcher in Ninjago verschiedene Rollen übernahm. So sprach er unter anderem den Postboten, allerdings nur in Episode 32, aber auch Bolobo, den Leiter des kryptonischen Gefängnisses Nobel und Milton Meyer. Zuletzt übernahm er die Rolle des Erfinders Cyrus Borg in den Staffeln 12 bis 15. Jelinek verstarb am 17. März 2023 im Alter von 70 Jahren. Ich komme! Das ist alles meine Schuld. Die Spieleindustrie hat mich gezwungen, das Spiel abzuschalten und ich tat es. Ich hatte nicht verstanden, was ich erschaffen hatte. Ich wusste nicht, dass es lebt. Unagami, tu das nicht! Bitte! Ich hatte nicht verstanden, was ich erschaffen hatte. Ich hatte einfach nicht begriffen, wer du bist. Ich hatte Angst. Ich verstand einfach nicht, wie echt du warst. Wie lebendig. Und als Gott dann verschwand und die Firma Panik bekam, beendete ich das Projekt. Du hast nur das getan, was du solltest. Es ist mein Fehler, Unagami. Und wenn du mich lässt, werde ich es wieder gut machen. Du musst mir vertrauen. Komm nach Haus. Lass mich dich fertig entwickeln und dir helfen. Lass mich deine Fragen beantworten. Und du hast sicherlich viele. Du lernst schnell. Pixel! Und Freunde? Was tut ihr hier? Oh, da habt ihr Glück. Ich habe die ganze Nacht an einem neuen Mac-Modell gearbeitet. Und, Moment, Hilfe, wobei? Hm.
Vielleicht sollte ich doch öfter mal eine Pause machen. Das Ultraböse? Oh nein, nein, nein! Was sollte ich dagegen schon ausrichten können? Ich weiß nicht, ob so eine umfassende Reparatur möglich ist, aber vielleicht doch mit genügend Zeit. Zanes neuronaler Prozessor ist voll funktionstüchtig, aber seine Gedächtnisdatenbank ist defekt. Er ist wie ein Lebewesen im Tiefschlaf. Schon, einige. Aber Zane ist kein Menschenwesen. Er ist ein Android. Ein weiterer Sprecher, der verschiedene Rollen in den Jago übernahm, war Klaus Lochthofe. Er sprach unter anderem Neuro, den Meister der Gedanken, bei seinen Auftritten in den Staffeln 4 und 9, vertonte aber ebenfalls den Nachtwächter des Museums in der 5. Staffel, sowie Milton Meyers Freund Bob. Ebenfalls war er als Stimme von Beta Dre in der 12. Staffel zu hören. Lochthofe verstarb am 17. August 2023 im Alter von 69 Jahren. Das habe ich nicht erwartet! Ihr wollt von mir, dass ich Chens Gedanken lese, damit ihr euren Roboterfreund noch vor dem Kampf finden könnt. Mein Name ist Neuro, Meister des Geistes. Ach, und Cole denkt, dass Jay sich im Wettkampf nicht halten wird. Du solltest auch wissen, was Jay denkt. Er hält dich für den eingebildetsten Ninja. Warum sollte ich euch helfen? Ihr seid meine Gegner. Eure Niederlage wäre das Beste für mich. Klaus! Ich wollte gerade Natürlich nicht. Ich bin der Meister der Gedanken. Ich bin zu klug für so etwas. Es tut mir sehr leid. Ich kam nicht an diesem Klaus vorbei. Allerdings sah ich etwas anderes. Für einen winzigen Moment konnte ich Klaus Gedanken lesen. Die Kräfte, die sie sammeln, sind für einen Zauber. Ich weiß nicht, welche Art von Zauber es ist, aber er befindet sich in seinem Zauberbuch auf Seite 149. Das reicht leider nicht, um diesen Wettkampf abzuwenden. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Mir reicht es jetzt! Ich habe große Höhenangst. Wo ist Chen? Dasselbe gilt für euch. Wir werden jetzt wieder nach Hause zu unseren Familien aufbrechen. Vielen Dank euch, Ninja. Hände hoch, Lord Garmadon! Und zwar alle vier! Oh, ganz genau! Schurken wie dich wird es in den Jago nicht mehr geben! Geschieht dir recht! Ja! Aha. Ich sage dir, wir vereinigen uns! Lasst es uns diesem komischen Nachtwächter zeigen! Chen, oh, kein Wunder, dass ausgerechnet du mich hintergehst. Oh, wer ist da? Oh, ich darf bekannt machen, dass ich meine gesamte Kraft entfaltet habe. Ein Sprecher, der in diesem Video natürlich auch keinesfalls fehlen darf, ist Jürgen Kluckert. Der Vater von Jays Synchronsprecher Sebastian Kluckert. Große Bekanntheit erlangte er vor allem als deutsche Synchronstimme von Benjamin Blümchen in der gleichnamigen TV-Serie und Mr. Krabs in der Serie SpongeBob SquamKopf. Unvergessen bleibt daher folgendes Easter Egg in der SpongeBob-Serie. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin Blümchen. In den Jago synchronisierte Kluckert zunächst das Skelett Cruncher im TV-Spezial sowie den ersten beiden Staffeln und übernahm dann ab der 6. Staffel die Rolle des Polizeichefs, welchen er, mit Ausnahme von Staffel 10, bis zu seinem letzten Auftritt in der 15. Staffel vertonte. Kluckert verstarb am 16. August 2023 im Alter von 79 Jahren. Du Hohlkopf, du bist doch schon längst tot! Beherrsch dich gefälligst in der Gegenwart von Master Samukai! Also, bei allem Respekt, letztes Mal haben sie gesagt, ich könnte zuerst gehen. Ich glaube, es heißt einfach nur Ninja. Ronan, von einem Dieb nehme ich besser keine Hilfe an. Ich finde sie. Den Bücherwurm Misako haben wir bereits gefunden. Diese Roch-Ninja, sie könnten so viel Gutes tun, aber was machen sie? Sie rauben die Leute aus, deren Helden sie sind. Das ist nicht richtig.
Bist du sicher, dass du die Ninja aufspüren kannst? Die Suche ist vorbei. Wir haben die Ninja. Ninjago ist jetzt wieder ein sicherer Ort. Das sollte allen eine Lehre sein. Egal, wer du bist oder wie berühmt du bist, die Gerechtigkeit wird am Ende siegen. Warum habt ihr sie nicht festgenommen? Es klang, als wollten sie helfen. Und das habt ihr geglaubt? Ich schnapp sie mir alleine. Halt! Bleib sofort stehen, Lloyd Garmadon. Verflixte Ninja! Ich hasse es, wenn sie recht haben. Wir können euch nicht mehr länger beschützen. Habt ihr einen sicheren Ort gefunden? Ja, und zwar... Nein, 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 sagt es mir nicht. Niemand außer euch darf es wissen. Hör zu, Jay. Wenn Nadakan euch findet und nie heiratet, wird er unendlich viele Wünsche haben. Beschütze sie. Wir haben keine Zeit. Go, Ninja, go! Du bist spät, Nadakan. Das war eine große Karte. Wow. Einer nach dem anderen. Sagt es mir ins Gesicht. Was kostet mich mein Posten? Jedes Mal, wenn der Stadt etwas Schlimmes passiert, wird der Polizeichef zuerst gefeuert. Was ist es dieses Mal? Unterirdische Insektenmutanten? Unbezwingbare schleimige Zombies? Ein Piraten-Djinn? Person am anderen Ende der Leitung. Geben Sie mir den Bürgermeister. An alle Einheiten, nähert euch mit Vorsicht. Keiner darf unbedacht voranpreschen. Okay, wir wollen keinen Ärger hier. Lasst uns die Situation friedlich lösen. Alles klar, mein Megafon schwebt gerade. Kommt schon, Jungs. Lasst uns hier mal aufräumen. Ebenfalls Erwähnung sollte der erst im Juni dieses Jahres verstorbene Sprecher Frank Czernski finden, welcher den Eisenbaron in der 9. Staffel von Ninjago vertonte. Czernski wurde 81 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern! Wir haben den Sohn des ersten Spinjitzu-Meisters gefangen! Gleich morgen früh, mit ihm an meiner Seite, wird die Mutter der Drachen die Drachenrüstung ohne zu zögern rausrücken. Dann können wir jede Nacht wie diese feiern! Nein! Lass mich meine Jäger noch etwas fragen. Wollt ihr wirklich einer Person wie ihr Glauben schenken, die euch die ganze Zeit getäuscht hat? Ich will kein Wort mehr hören! Meldet euch, wenn ihr auf ihrer Seite seid. Aber seid euch sicher, dass ihr dann meinen Zorn zu spüren bekommt. Damit hast du es also bestätigt. Die Legende ist wahr. Derjenige, der die Rüstung trägt, kontrolliert die Erstfliegende. Denkst du wirklich, es ist eine gute Idee, gegen mich und alle meine Jäger anzutreten? Bevor du etwas tust, was du bereust, lass mich dir ein Angebot unterbreiten. Du holst die Rüstung für mich. Und ich zeige mich großzügig und verschone dich ausnahmsweise. Verstanden? Hol mir diese Rüstung und ich zeige deiner Ninja den Weg nach Hause. Zum Schutz? Wenn ich erstmal die Rüstung habe, brauche ich keinen Schutz mehr. Dann wirst du mich brauchen. Eine der wohl namhaftesten deutschen Synchronsprecherinnen war Ariane Borbach, die als Sprecherin in diversen Filmen, Serien, Hörspielen, aber auch Dokumentationen und Werbung zu hören war. Abseits ihrer Tätigkeit als Synchronsprecherin war sie aber auch als Theater- und Filmschauspielerin tätig und erarbeitete sich bereits zu DDR-Zeiten einen Namen. In Ninjago lieh sie Lloyds Mutter Misako von der 3. bis zur 10. Staffel ihre Stimme und erweckte damit Misako zum Leben. Sie machte sie zu der liebevollen und stets einfühlsamen Mutter und Ehefrau, die wir in der Serie kennenlernen. Borbach verstarb unerwartet am 29. April dieses Jahres im Alter von nur 61 Jahren. Lloyd? Oh!
Was macht ihr denn alle hier? Er nennt sich jetzt nicht mehr Lord. Hier ist er nur noch Sensei Garmadon. Und er ist erst zum Abendunterricht zurück. Kommt mit. Aber Waffen sind hier nicht erlaubt. Nach der Rettung durch Lloyd hat Garmadon geschworen, nie wieder zu kämpfen, um damit seine dunkle Vergangenheit zu vergessen. Und diesen Eid nimmt er wahnsinnig ernst. Aber wo ist dein Vater? Irgendetwas bedrückt dich doch. Was verheimlichst du mir? Du bist mein Ehemann. Ich kenne dich besser, als du denkst. Was ist mit dir? Aber natürlich, dieser Brief, den du geschrieben hast, er war der Grund dafür, dass ich mich in dich verliebt habe. Niemand kann aus dem verfluchten Reich zurückkehren. Mithaku, wirst du mir je das mit dem Brief vergeben? Das habe ich doch schon längst. Es ist kein Abschied. Sein ganzes Leben lang hat er uns stärker gemacht und uns vereint. So wie du dich um deine Ninja sorgst, sorge ich mich um dich. Das war die Polizei. Sie haben nach Lloyd gefragt. Es gab wohl einen Einbruch im Museum. Willst du deiner Mutter denn keinen Abschiedskuss geben? Ich habe euch etwas mehr Tee reingetan. Wie ich sagte, sie waren das nicht. Das war alles ein Trick. Suchen Sie lieber mal nach den wahren Tätern. Warum sagen Sie mir nicht, wo Wu ist? Ich wünsche, sofort mit dem Polizeichef zu sprechen. Mein Wunsch? Nein! Hilfe! Macht mich los! Der Flaschengeist ist hier drin! Nadakan, der Flaschengeist. Ich wusste es. Klaus hat nach der Teekanne der Verbannung gesucht. Wu! Was hast du mit ihm gemacht? Was willst du nur? Wu hat es nicht erzählt. Du hast mich ausgetrickst. Ich wünschte, ich hätte nie etwas darüber gesagt. Oh nein! Mama! Lloyd! Das ist doch verrückt! Sie will deinen Vater wieder zurückholen! Was auch immer passiert, der Mann, den sie zurückholen möchte, ist nicht dein Vater. Lass das nicht zu! Helft meinem Sohn! Hört ihr? Jemand muss Lloyd aus dem Wasser holen! Ich wurde nirgendwo mit reingezogen. Das ist alles nicht deine Schuld. Nein, das macht dich doch aus, Lloyd. Du vertraust, bist nett und siehst das Beste in den Menschen. Abschließend möchten wir nochmals in Würdigung und Erinnerung an alle der hier genannten Sprecher eine Tag der Erinnerungen-Laterne entzünden und dazu einladen, der Verstorbenen zu gedenken. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und eure Anteilnahme und wünschen euch bis zum nächsten Mal noch alles Gute. Lass, oh Liebste.
brachte sie zum Fenster zu dir herein. Denn mit ihr wird meine Seele immer bei dir sein. Denn mit ihr wird meine Seele immer bei dir sein.